Willkommen Freunde zum Forest Ranger Simulator im Early Access. Und nein, ich habe schon geprüft, das ist kein Spiel, in dem ihr nervige Jugendliche durch den Wald jagen dürft. Leider, wir spielen, naja, einen Forest Ranger. Ich muss jetzt gerade mal sagen, die deutsche Übersetzung ist wieder sehr gut. Wir machen mal Aufgabenfahrt. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt, das wird ein kleines Testvideo. Wow, wow. Sie haben Post. Save the Forest! Herzlichen Glückwunsch! Das klang jetzt so, als wäre irgendwo was kaputt gegangen. Sie haben soeben den prestigeträchtigen Naturwissenschaftswettbewerb der Stiftung Rettet den Wald gewonnen. Dies ist der Beginn deiner Reise zu einem vollwertigen Förster. Einer vollwertigen Försterin. Die theoretische Wissensphase liegt hinter dir. Und nun ist es an der Zeit, dich in der Praxis zu beweisen. Als Gewinner bekommst du eine unglaubliche Chance. Du stehst nun vor dem Forsthaus im Forst. Und es ist ein Haus, in dem du von nun an deine Aufgabe als Försterin wahrnehmen wirst. In diesem Forsthaus, in diesem Forst, dieses Haus. Nun liegt es an dir, dich um die Wälder um dich herum zu kümmern. Kannst du diese Wildnis in einen echten Naturpark verwandeln, der Touristen aus der ganzen Welt auszieht? Anziehen. Hier steht anziehen. Von nun an liegt alles in deiner Hand. Krempel die Arme hoch und mach dich an die Arbeit. Hier, in diesem Forsthaus, in diesem Forst, in diesem Haus. Die Stiftung Rettet den Wald wird sie genau im Auge behalten. Oh ja, beobachtet mich. Sie können auch auf ihre Unterstützung zählen, wenn sie Probleme haben. Viel Glück, wir zählen auf sie. Nicht ich werde die Probleme haben. Sie können nun Müll einsammeln. Geil! Und sie müssen ihn auch trennen. Yay! Weil Mülltrennung auch im echten Leben so viel Spaß macht. Ist sinnvoll, macht aber keinen Spaß, kann mir keiner sagen. Auf der linken Seite des Hauses... Warte, ich muss das auch mal durchlesen. Sie können Ihren Müll schon bei der Abholung trennen. Drücken Sie die Taste Q und Sie werden die Kategorie des Mülls sehen. Ah. Sie können bereits getrennte Bonussäcke im Wald finden. Geil. Auf der linken Seite des Hauses befindet sich ein Ort, an dem der Kurier die im Webshop bestellten Ware liefern wird. Und auf der rechten Seite des Hauses befindet sich ein Platz, an dem Sie verschiedene Artikel zum Verkauf anbieten können. Okay. Niemals gesunde Bäume im Park fällen. Dafür gibt es ein Bußgeld. Nur alte, verdorrte Bäume, die eine Gefahr für die Besucher darstellen. Solche Bäume werden mit einem roten X gekennzeichnet. Okay. Für den Transport von größeren Gegenständen benötigen Sie ein Auto. Sie können alle Gegenstände, die gelb leuchten, einen praktischen Inventar sammeln. Eine Axt, aber ich darf keine Leute im Wald jagen. Kümmern Sie sich um die Vögel im Park. Füttern Sie sie regelmäßig, um Ihre Population zu vergrößern. Wenn neue Arten auftauchen, erhöhen Sie den Bekanntheitsgrad des Parks. Füttern Sie die Vögel nur mit Getreide, niemals mit Brot. Das habe ich ein paar Mal gehört. Ja, ich glaube, mit der Hefe hat das irgendwas zu tun, wenn die aufgeht oder so, oder? Viele Gefahren. Unvorsichtige Wanderer, Lagerfeuer oder lassen Bärenfallen liegen. Wer kennt es nicht? Wenn ich mit meiner Bärenfalle spazieren gehe, ich vergesse die auch ständig. Auch die Tiere selbst können nachts gefährlich werden. Super. Puh. Das Wochenende ist gerade vorbei und wie immer haben Touristen überall den Müll liegen lassen. Okay. Okay. Das ist Elektroschrott. Ja, klar. Ich lasse im Wald auch immer meine Elektroanlage liegen. Passiert mir auch ständig. Ja, ich habe gerade gedacht, ich könnte mehr als eins. Komm, Alter. So. Oh, ich glaube, das ist so ein Spiel, das ich, wenn ich es alleine für mich spiele, super entspannt finde. Aber im Stream total langweilig wäre. So. Wobei, kommt natürlich immer drauf an, wie man es verkauft. Ich glaube, das wäre echt mal ein Spiel für einen Stream. Einfach mal ganz entspannt. So, gelb. Videokassetten. Ach Gott, wir hatten heute noch Kassetten. Ja klar, die Floppy Disk. Warte mal. Habe ich die gerade eingesammelt?
Okay. Ist das jetzt gemischt? Nee. Ich wollte sagen, das ist doch kein gemischt. Wo sind die Floppy Disks jetzt? Ach du Scheiße! Leute! Das ist schon wieder Lilla. Okay. Leute, was ist mit euch falsch hier? Okay. An den Pfählen kann ich was aufstellen. Ah, okay. Okay, jetzt könnte ich den da. Okay. Gut, blau kann ich mir noch nicht leisten. Das ist dann gemischt. Okay. Ah, oh, ich kann alles einsammeln und hier dann sortieren, oder was? Super. So, jetzt habe ich ja hier wenigstens... So, das habe ich noch nicht. Das ist eine Pizza, glaube ich. Ich brauche nur noch ein paar Cent. Jawohl. Ich bin ehrlich, ich glaube, das wäre für mich sogar eine Arbeit, die würde ich unheimlich gern machen. Einfach im Wald, meine Ruhe. Ab und zu ein paar Touristen verprügeln, das wäre meins, das wäre absolut mein, da hätte ich Spaß dran, das wäre mein Beruf. Ich habe wahrscheinlich schon einen Fehler gemacht, indem ich es von Anfang an getrennt habe. Okay. Okay, Brücke ist kaputt, die werde ich wahrscheinlich reparieren können. Oh, oder ich laufe einfach durch.
Ach du hast einen Pilzer. Okay. Ich hab grad gedacht, das wäre alles Müll. Ja, wäre ich auch hier ausgerascht. Ich sah's euch. Das klingt so, als ob ich einen wild gewordenen Affen an mir hätte. Ach du Kacke! Okay, das ist ein großes Gebiet. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Okay, das ist Material, das ich da... Okay. Wieso zum Teufel liegt da ein beschissenes Waschbecken? Kommt ein Keramikbecken hin, bitte. Okay, das scheint das Brot zu sein. Das ist ein Bienenhäuschen. Die Musik passt jetzt auch richtig gut. Okay, ich bin absolut nicht im Takt. Wie gesagt, ich hab's direkt verkackt schon. Außer wenn ich jetzt hier irgendwo Müll finde. Ich frag mich, ob... Na gut, da stand ja eben, die Tiere werden nachts können nachts gefährlich werden, also werden hier auch Tiere rumlaufen, denke ich. Liegt doch was. Wenn ich Glück habe, ist das Müll.
Und dann kriege ich vielleicht die 5 Kilo zusammen. Ja, es ist Müll. Oh je. Oh je. Leute, da hat aber einer gefeiert, würde ich sagen. Ja, komm. Ah, Mist, an die 5 Kilo komme ich nicht ran. Aber es ist, wie ich gesagt habe, wenn ich ein bisschen rumlaufe, finde ich auch was. Ah, da hinten. Da ist auch noch. Reicht vielleicht. Okay, ich kann nicht durchs Wasser laufen. So, ich hab 5 Kilo. Ja gut, da steht 5 Kilo Plastik und Metall. Müsste mal sehen, was man da drin hat. Ach, das zählt insgesamt, okay. Eagle Eye. So. Ja, toll, das mit dem Körner habe ich schon gemacht. Das habe ich schon gemacht.
Ja, Papier. Ich habe mal gesehen, in Japan haben die so ein System in so einem Ort, wo die Leute, wenn sie richtig recyceln, Punkte kriegen. Von den Punkten können sie sich Sachen kaufen. Finde ich ein gutes System. Ich glaube, wenn man das bei uns machen wird, wäre die Bereitschaft von den Leuten zum Recyceln auch viel höher. So, ich muss Futter aus dem Online-Shop kaufen. Ach, das ist ein Abzeichen, cool. Bedarf. Ja. Also die Musik passt absolut nicht, die passt gar nicht. Viel zu fröhlich, viel zu gut gelaunt, was soll das? Wo kommen die Sachen jetzt nochmal an? Ah, wo kommt das nochmal alles an? Ich weiß es nicht mehr. War nicht irgendwas, dass es da auf dem Tisch erscheint nach einer Weile? Das heißt eine Weile, das ist jetzt die Frage. Ah, ich habe das Zeug halt jetzt schon ausgegeben. Ausgeteilt. Ah, das ist blöd, dass man überall hinlaufen kann und alles machen kann. Ah. Wenn man dann vorgegriffen hat, kommt man nicht weiter. Ah, die Musik sagt mir, gibt mir auch gar kein Feedback, was gerade ist. Das lasse ich mal stehen. Das wird wahrscheinlich irgendwo, irgendwann, irgendwas bringen. Komme ich da hoch?
Ach, das heißt, dass da Müll liegt. Okay. Ah, okay, jetzt verstehe ich's. Ach du Kacke. Ist ja gut, was zu tun. Ah, wurde was geliefert, sehe ich gerade. Oder befindet sich in der Anlieferung. Muss ich nur noch rausfinden, wo es steht. Dann doch eben irgendwas, wo die Sachen ankommen. Es ist schön, wenn ich beliefert werde, ich weiß nur nicht wohin. Okay, das Haus, das war da vorher nicht. Das heißt, das wurde geliefert. Ah, das wird einfach hier hingeworfen. Okay. Gut. Kann man machen. Ja, habe ich. Gut, das Spiel, das, man lernt was. Man kriegt ein paar lehrreiche Infos. Das ist für mich ein riesiger Pluspunkt. Okay, das ist ein alter Baum. Ein alter Bienenstock. So, das heißt, in diese Richtung muss ich gehen. Komm, ich will den aufstellen. So, jetzt. So, einfach noch weiter geradeaus. Na, ich glaube, ich bin auf der Lichtung. Kann nicht über Wasser laufen, aber ich kann so einen Berg runterglitschen, alles klar.
Lösche das Feuer im Wald. Oh je. Oh je. Oh je. Jetzt muss ich aber erstmal da zurück zur Hütte. Okay, also ich habe am Anfang gemeint, oh, das wird so ein Trash-Game. Ich muss sagen, es gefällt mir. Es gefällt mir wirklich. Also ich hätte es nicht gedacht, muss ich sagen. Immer ein Feuerlöscher dabei haben, ja, du mich auch. Also ich bin positiv überrascht von dem Spiel. Es macht Spaß. Ich gehöre scheinbar zur Zielgruppe, hätte ich jetzt nicht erwartet. Mann, Mann, Mann. So, aber Leute, für den ersten Eindruck war das jetzt über der halben Stunde, finde ich gut. Ich muss jetzt wieder in eine ganz andere Richtung. Nee. Also, Forest Ranger Simulator im Early Access. Mir gefällt's. Ich hoffe, da werden noch ein paar Tiere und sowas reinkommen. Ich finde es jetzt auch grafisch absolut okay. Ich habe jetzt am Anfang gedacht, es wird schon ein bisschen entspannter, aber mit der Musik, ja, naja, da müssen wir noch dran arbeiten. Aber mir gefällt's. Ich kann mich jetzt echt nicht beklagen. Also das wäre ein Spiel, das werde ich für mich privat spielen und ich werde da Spaß dran haben. Ach Gott, das ist schön manchmal. Ey, AAA-Titel, Star Wars, ey, und was weiß ich alles. Und dann, ey, guck mal, Wald, geil. Ja, das macht mir Spaß. Also Leute, danke, dass ihr dabei wart. Macht es gut, geht ein bisschen in den Wald, wenn ihr dieses Video geschaut habt. Auch nachts. Todes. Der Waldranger wird sich freuen. Und ja, wir sehen uns.